Genug Pause gemacht hier. Willkommen zurück zu Mount & Blade. Wo wir diese blöde Stadt hier jetzt endlich mal erobern wollen. Macht sie weg. Sind doch, glaube ich, nur noch an die 50 Seelen, die hier jetzt verteidigen. Tendenz aktuell stark sinkend. Komm schon. Geh weg. Wir wollen unsere Ruhe haben. Haut rein. Und ab. Reinhauen und abhauen. Der Feind soll abhauen, unsere Leute sollen reinhauen. So wird ein richtig geiler Schuh draus. Geh weg. Nimm deinen Kollegen da gleich mal mit. Können es da wirklich nicht mehr viele sein. 26 noch da oben. 26, die noch sterben sollen. Und einfach kein Aim mehr. Einfach keinen. Es ist ein Wahnsinn, sage ich euch. Naja, zu weit rangehen darf ich ja jetzt leider auch nicht. Weil ich selbst nicht so viel Lebensenergie habe. Zong. Ach Mist! Aber einen von den Quallensittichen habe ich noch mitgenommen. Leitern ran, die nehmen wir jetzt im Sturm ein. Tulga wird unser sein. Ich dulde nichts anderes. Zum Angriff. Vorwärts. Stürmen vom Feinsten. Rein und hoch. 14 Gegner. Zack. Die werden wir doch wohl wirklich mal packen. Ihr braucht mich schon lange. Los, Mädels, nun macht. Ich will endlich diese Stadt in unserem Besitz wissen. Auf dass wir zu anderen Gebieten weiterziehen können. Ach ja. 11 Gegner noch. Die kriegen es echt nicht hin, hier mal hin zu machen ohne meine Hilfe, ne? Aber ich sehe da oben jetzt auch nichts, worauf ich schießen könnte. Also müssen sie das Ganze auch alleine regeln. Kann ich nicht ändern. Ich will das Gefecht nicht verlassen. Vier. Okay, das war's jetzt. 3, 2, 1 und so. Da haben wir es endlich geschafft. Meine Güte. Eine Wahnsinnsstadt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Viel zu lange hat die uns zurückgehalten. Das darf nie wieder vorkommen, sowas. Was habt ihr denn Schönes? Habt ihr was, was ich begehre? Bisschen was haben die sogar tatsächlich. Swadische Waffenknechte, sieh mal einen an. Keine Ritter, was soll's. Die Shavi, meine Freundin. Lass es dir gut gehen in deiner neuen Stadt. Was haben die Kergiten denn jetzt noch? Die haben hier noch drei Festungen, die haben hier noch die Stadt.
Das war's auch schon, sehe ich gerade. Mehr haben die gar nicht mehr zu bieten. Ist ja armselig. Armselig, sage ich. Ist dies überhaupt noch wagen, vor die Tür zu treten? Wenn ich so ein hässliches kleines Reich hätte, dann würde ich mich aber schämen, hör mal. Guckt mal, hier sind gar nicht so sehr viele Leute drin. Wollen wir da mal vorbeischnuppern gehen? Ah, hier brauchen wir leider schon wieder so einen scheiß Turm, aber... Was will man machen? Irgendwann sind es halt nur noch diese hässlichen Festungen mit den ekelhaften Pisstürmen. Da haben wir wenigstens die Chance, dass vielleicht noch ein bisschen Verstärkung kommt. Und falls die nicht kommt, dann kommt es halt eben nicht. Königreich von Nozokiri, die könnten sich eigentlich auch mal kloppen. Da hätte ich weniger Arbeit, wenn die sich gegenseitig wieder zermalmen. Wobei die Kergiten gegen mich ja gar nicht mehr so sehr lange durchhalten dürften. Also wenn es so weitergeht wie bisher, haben wir bald nur noch die Königreichi Nordli gegen uns. Weil der Rest dann vernichtet ist. Und guckt mal, wir dürfen in den Angriff gehen. Hieß das nicht schön? Immer auf den Arm, kleinen Lord. Ich hab's doch im Leben nur wirklich schwer genug. So. Wird es euch was ausmachen, aus meiner Burg zu verschwenden? Sonst muss ich die Polizei anrufen. Ihr haltet euch hier widerrechtlich auf. Irgendwie bin ich auch der Einzige, der hier gerade auf diesen Turm feuert, kann das? Warum ist dem so? Ich gehe jetzt jedenfalls hier hoch, damit ich mal ein bisschen bessere Schussbahn habe. Jetzt reden wir nochmal ganz entspannt miteinander, Wertfeinde. Das ist wie so ein Suppenautomat hier. Ständig rückt einer nach. Bin ich aber unten durch, Freunde. Als ob der Hund mich hier tatsächlich getroffen hat. Bist ein verdammt guter Schütze. Schade, dass du im falschen Team dienst. Dann haben wir doch jetzt schon wieder ganz schön Schaden angerichtet. Und ich kann einfach nichts mehr treffen. Sag mal, bewegen wir uns überhaupt noch? Oder ist hier schon wieder der Turm? Ne, wir bewegen uns. Der sehr gut gepflegte Rasen hier, wie man ihm ansieht, der weiß das genau, dass das alles passt. Au! Wieso immer ich? Oh, meine Güte. Holla die Waldfee, hier ist ja auch ganz schön was los. Ganz ruhig, Peter, nicht ausrasten. Du kannst dir nicht schon wieder einen neuen Schreibtisch und eine neue Tastatur kaufen. Neue Bildschirme sind diesen Monat auch nicht mehr drin, also bleib einfach ruhig, bleib ruhig. Ist alles gut. Du baust einfach einen neuen Turm und dann rächst du dich. Fertig. Du brauchst jetzt nicht durchdrehen. Tief durchatmen. Gus Fraber. Gus.
Fuß, Fraba. Scheißburg. Ja, ja. Nun müssen wir warten, bis der Turm fertig ist. Das kann immer eine Weile dauern. Tja. In der Zwischenzeit müssen wir uns hier nur mal blöde umgucken, ne? Was anderes gibt's jetzt nämlich nicht zu tun. Weil wir warten ja, bis unsere Männer den Turm gebaut haben. Jetzt ist es soweit. Guck mal. Angriff, befiehlt der Lord. Der Lord will Köpfe rollen sehen. Diese Schweine sollen gehen. Sie wagten es, mich arg zu killen. Anstatt da oben ruhig zu chillen. Jetzt werde ich sie steinigen. Mit Pfeilen aus Bäumelen. Nie wieder werden sie träumelen. Denn sie kommen alle in die Hölle. Nicht getroffen werden, Arschloch hier. Was soll denn das hier? Hör auf damit. Treffen wir Hochverrat. Nicht wahr? So, es geht abwärts. Achterbahn. Ich will hier hochklettern. Das wäre cool. Das ist aber auch ganz gechillt. Hier gerade die Position. Weil hier können wir wenigstens ein bisschen was von den Leuten aufs Korn nehmen. Die unsere Schützen letztes Mal nicht erwischt haben. Weil da wahrscheinlich einfach der Turm im Wege war. Du Sau, komm sofort wieder her. Au, 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 au. Das ist Base, mit sowas fangen wir gar nicht erst an. Aus irgendeinem Grund wollen die Feinde nicht weniger werden. Au. Geh weg. Ah, oh, oh, die werfen nach mir. Habt ihr das gesehen? Merkt euch das Nummernschild von den Ärschen, die zeigen wir an. Wie nur 21 getötet bisher. Sonst geht's euch aber noch Schuggeliwuggel oder was? Los jetzt, hoch! Bei denen hier gehen können wir doch bestimmt hier von der Seite ein bisschen erwischen, hä? Oh, Entschuldigung, dich wollte ich gar nicht. Wie sieht's aus, Freunde? Ja. Haben wir doch schon wieder ein bisschen was geklärt hier. In den Arm geschossen. Zack. Du benutzt nie wieder einen Bogen, das sage ich dir. Meine Herren! Da krieg ich Wut! Streff nix, 88 Feinde, voll die Naziburg. So. Geh weg, danke. Da, den will ich wieder. Den stelle ich euch auch in Rechnung.
Dem Besiegten stelle ich hier meine ganze Ausrüstung in Rechnung, wenn das vorbei ist. Das sage ich euch. Kann doch wohl nicht wahr sein. Das kostet alles Geld und die lassen sich nicht mal treffen. 79 Gegner noch. 76. Na, sowas. Die sollen mal hinmachen da oben. Ich habe keine Zeit für sowas. Ne, ne, das ist nicht mein Tag. 70 Feinde. Ja, also. Bitte vorrücken, ja? Peter möchte mit. Ich stehe aber nicht so sehr auf Gruppenkuscheln. Heidewitzka. Ja. Wie sieht's aus? Das sind doch schon wieder 10 Feinde weniger. Jetzt sind es schon nur noch 60. Und wir kriegen noch Verstärkung. Das ist doch schön. Habe ich noch Muni? Nee, leider nicht. Kann ich das zurückwerfen? Nee, leider auch nicht. Ich bin zu überhaupt nichts gut. Oh, da sind... Da will ich weg. Ich will weg. Ich gehe freiwillig. Passt auf, dass ihr nicht mich trefft, ja? 59 Feinde, 58, 57. Na, das geht doch schön runter jetzt. Geht runter wie Öl. Ich betätige mich erstmal ein bisschen im Garten. Mach einen auf Rasenmäher hier. Ich bin zwar keine Ziege. Ah, versteht ihr, Rasenmäher? Oh. Oh Gott. Nee. Mein Arzt hat mir verboten, flache Witze zu machen. Der sagt, mein Körper fängt dann an, sich von innen heraus selbst zu zersetzen, weil er keinen Bock mehr hat, das zu ertragen. Ich muss damit aufhören. Wie sieht's aus? Och man, nun mach doch mal hin. Ist langweilig hier unten. Aber zack. Was soll denn das eigentlich mit Schützen? Kommt doch mal hierher. Hier gibt es noch so viele schöne Ziele. Da könnt ihr euch hier doch nur wirklich mal ein bisschen nützlich machen, also. Dass ich da überhaupt was sagen muss, ihr faules Pack. Schneller. Jetzt habe ich da oben ungewollten Stillstand ausgelöst, weil die versuchen nach hinten zu kommen, was sie nicht können. Schade, Schokolade. Naja. 43 Feinde noch, 42 noch. Kann schon mal vorkommen, sowas. Klatsch! Entschuldigung. Wenn mir langweilig ist, mache ich halt sowas. Ah, jetzt wird's oh Gott. Jetzt wird's wirklich langsam, wollte ich sagen. Aber mein Sprachzentrum dachte sich, komm, den lassen wir mal wieder richtig blöd dastehen im Internet. Ah! Weil das so lustig ist. Ah! 30 Feinde noch. Gut, 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 gut. Macht Tine jetzt. Eine Klingenschwester. Wo sind deine Klingenschwester? Aha, 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 aha. Aha. Na, wie geht's dir, mein einsamer kleiner Hecht? Hua Zanga! Eierkorb, habe ich nicht gesagt. 26 Feinde. Ich habe leider nicht einen einzigen Schuss mehr, sonst könnte ich so schön noch helfen, aber... Ich muss das jetzt einfach von meinen Leuten klären lassen. Ich meine, wir haben ja nur auch wirklich genug davon und jetzt geht es ja auch wirklich schneller. Jetzt sind es schon nur noch 20 Feinde, 19 Feinde. Jetzt ist das Ende abzusehen. Weil dem Feind die Männer zu Neige gehen.
Und Verstärkung. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt nochmal Verstärkung kriegen. Die haben wir bitter nötig. Ich meine, für diese 12 Feinde ist es schon besser, wenn wir nochmal 180 Milliarden neue Imperiumskrieger kriegen. Oh, guck mal, darf ich die mitnehmen? Natürlich nicht. Willst du auch? Das war's, wir brechen durch. Die letzten 7 Feinde sind wahrscheinlich irgendwo versteckte Schützen oder sowas. Oder hängengebliebene Affen. Die treiben wir jetzt auch noch aus der Burg und dann gehört sie endlich uns, beziehungsweise die Shavi, weil die als Herrscherin des Kergitlandes natürlich die Burg samt Land verliehen kriegt. Pschink! Patzong! Katzang! Schawink! Babink! Was braucht ihr jetzt so lange? 3 Gegner, 2 noch. Los, 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 los. Peter hat Hunger. Haben wir jetzt gewonnen? Wir haben gewonnen. Das ist schön. Könnt ihr alles behalten. Die Shavi, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hier, bitteschön. Viel Spaß damit. So, Freunde, und wir verabschieden uns jetzt voneinander. Ich gehe jetzt futtern. Macht's gut. Habt einen schönen Tag noch soweit. Ne? Tschüssi.